بارك الله فيكم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضوان الله عليهما. Erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Zeit vom Dhuhr-Gebet ist, wenn die Sonne Lot des Himmels verlässt und bis Schatten einer Person so lang ist, die Person, das Schatten der Person so lang ist wie die Person. Solange Al-Asr, das wird Nachmittag, Zeit nicht angefangen hat. Und die Zeit von Al-Asr ist, bis die Sonne nicht gelblich geworden ist. Gelblich geworden ist. Und die Zeit ist, bis die Rötung des Himmels noch nicht verschwunden ist. Und die Zeit vorher ist bis Mitternacht. Und die Zeit von Subuh, Frühgebet, ist von Morgendämmerung bis die Sonne nicht aufgegangen ist. Das sind Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, die Zeiten des Gebetes, wie hier erzählt worden ist. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, er hat angefangen mit Al-Dhuhr, Salat Al-Dhuhr. Salat Al-Dhuhr, dann hat er Al-Asr gesagt, Al-Maghrib, Al-Isha, und As-Sumah. Das sind die Zeiten. Das wird Dhuhr, dann Asr, dann Maghrib, Isha, Subuh. Das heißt auf Deutsch, denke ich, da sagt man Mittag, Nachmittag, Maghreb, ich will nicht sagen Sonnenuntergang-Gebet. Ich will lieber, dass man sagt Abend. Abend-Gebet. Und dann Isha, das ist Nacht. Nachtsgebet. Und Subh, das ist Frühlicht oder Frühgebet. Das sind Barakallahu fikum die fünf Gebetzeiten. Und jedes Gebet hat Barakallahu fikum Anfang, Anfang und Ende. Anfang und Ende. Also die Zeit hat Anfang und ein Ende. Woher können wir das bestimmen? Aus dem Hadith. Weil der Prophet sagt, fängt so bis. Und so. Bei Dhuhr-Gebet, der Prophet sagte, إِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ. Was wird Zalat al-Shams? Die Sonne ist im Lot des Himmels. Das wird, wenn sie senkrecht auf Erde ist. Wenn sie anfängt in Richtung Westen sich zu bewegen, dann Barakallahu fikum nennt man das Zawal. Zawal. Das bedeutet, sagen wir, die Sonne verlässt Lot des Himmels. Also 90 Grad auf Erde ist sie normalerweise. Bis Schatten einer Person gleich ist, das wird Länge des Schattens, damit man versteht, Länge des Schatten einer Person ist gleich Länge der Person.
dann ist die Zeit von Dhuhr zu Ende. Nochmal bitte aufpassen. Das bedeutet, dass es nicht Mittaggebet fängt nicht an, wenn die Sonne senkrecht ist. Nein, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne, das habe ich hier erklärt, Moment, ich gehe ein bisschen nur nach oben. Das habe ich hier erklärt, was das bedeutet hier. Können das nochmal hier erklären, vielleicht finden wir nur eine Lücke. Ja, schaut mal nochmal. Nochmal, Barakallahu fikum, Barakallahu fikum. Das ist jetzt die Sonne. Da sagt man Mittag, 12 Uhr. Okay? Die Sonne geht in Richtung Westen. Das ist West. Und das ist Ost. Die Sonne kommt hier und bewegt sich. Wenn sie hier ist, dann ist es 12. Da, noch nicht Mittaggebet. Ja? Wenn dann, normalerweise dein Schatten ist unter dir. Wenn die Sonne dann sich bewegt hier, ja, dann normalerweise ist Schatten auf der anderen Seite. Das heißt, Schatten, es gibt, dann fängt an Schatten an. Okay? Bis Schatten eines Gegenstandes, das wird bis die Sonne hier ist zum Beispiel. Ja? Und wenn sie, wenn wir einen Gegenstand haben hier und die Sonne macht, dann ist die Länge von Schatten hier genau. So. Und so ist Barakallahu fikum. So fängt oder so fängt Dhuhr-Gebet an und so endet Dhuhr-Gebet an. Endet Dhuhr-Gebet. Al-Asr, Barakallahu fikum, fängt an, wenn die Länge Schatten, der Schatten von einer Person gleich die Länge der Person ist, bis, das wird von hier, das ist, ja. Bis Barakallahu fikum Länge der Schatten oder des Schattens doppelt ist. Zweimal Länge einer Person. Oder Gegenstand, egal. Das heißt, Schatten ist, Schattenlänge ist doppelt von der Gegenstand oder von der Person. Aber Salat al-Asr, Barakallahu fikum, dann ist es noch mehr. Das ist noch mehr, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Rak'a vor dem Sonnenuntergang erreicht hat, dann hat man Asr-Gebet erreicht. Und deshalb, Asr-Gebet endet bei Sonnenuntergang. Normalerweise bis Länge doppelt ist von Schatten. Aber das wurde sozusagen verlängert. Verlängert. Bis Sonnenuntergang. Jetzt Salat al-Maghrib ist von Sonnenuntergang. Nicht während Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang. Bitte aufpassen. Nicht während Sonnenuntergang. Das ist angenommen, du guckst, du siehst noch einen Teil von der Sonne. Das ist noch nicht Untergang. Sonnenuntergang heißt, du siehst Scheibe, Sonnenscheibe nicht mehr. Geht's weg. Bis Barakallahu fikum die Rötung des Himmels verschwindet. Wenn die Sonne untergeht, dann siehst du, wenn du in Richtung Osten, Westen, Entschuldigung, anschaust, dann guckst du, das fängt an rot zu werden. Und diese Rötung bleibt gewisse Zeit und dann verschwindet. Dann, wenn das verschwunden ist, dann hat das, Barakallahu fikum, hat Isha-Gebet angefangen. Das wird nach Verschwinden der Rötung. Bis Muntasaf oder Nisf al-Layl al-Awsat. Bis Barakallahu fikum Mitternacht. Und islamischer Mitternacht wird anders, Barakallahu fikum, gerechnet. Weil viele Leute denken, Mitternacht ist immer um 12, das stimmt
nichts. Wie rechnest du das? Pass auf. Zeit von Maghrib. Zeit von Maghrib. Bis Zeit von Fajr. Frühlich. Durch zwei. Zeit von Maghrib, dann weißt du, wann ist Mitternacht. Beispiel, Beispiel. Zeit von Maghrib, angenommen, wann ist Zeit von Maghrib heute bei uns gewesen? 57. Sag mal 19 Uhr. 20 Uhr. 20, Entschuldigung. 20 Uhr. Zeit von Fajr? 5 Uhr. 5 Uhr. Ja, 5 Uhr. 20 bis 5, wie viel sind das? 9 Stunden. 9 Stunden. 9 Stunden durch 2, die sind 4,5 Stunden. Plus 20 Uhr, das wird Mitternacht, ist 12.30 Uhr ungefähr. Nicht 12 Uhr. Und so rechnet man, Barakallahu fikum, Mitternacht. Man braucht keine Mathematik, Professor. لا مو بالوحدة 12 مصر تسع ساعات زائد المغرب تسع ساعات أربعة ونص نصة زائد المغرب بارك الله فيكم صلاة الصبح أم عندي This is from Morgen Dämmerung bis Sonnenaufgang. Und der Prophet sagte, wenn die Sonne dann aufgeht, dann bete nicht mehr, weil die Sonne zwischen den Hörnern von Shaitan aufgeht. Deshalb während Sonnenaufgang, während Sonnenuntergang sollte man nicht beten. Allahu ta'ala ala. In diesem Hadith gibt es die Gebetszeiten. Und in diesem Hadith, Barakallahu fikum wa jazakum wa khairan, wurde alles erklärt, dass jedes Gebet einen Anfang und ein Ende Zeit hat. Natürlich Hadith 142, und zwar von Buraida, Radwanullahi alayhi, Buraida. Der Prophet s.a.w. sagte, wenn du Asr betest, dann sollst du beten, wenn die Sonne noch nicht gelblich geworden ist, sondern bayda unaqiyya. Bayda, die Strahlung ist sozusagen weiß und die Sonne ist noch richtig, also das wird leuchtend. Und 143, Abu Musa al-Ash'ari erzählte bezüglich Salat al-Asr, wenn du Salat al-Asr betest, dann soll die Sonne hoch sein. Das wird nicht, dass das die Sonne schon neigt, unterzugehen. Aufpassen. Barakallahu fikum Hadith Abu Musa. Abu Musa. Das sind da, Barakallahu fikum, die Gebetszeiten.